Ja, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies mit dem Gebirgsjäger. Diesmal die Variante mit allen Verbesserungen, denn mittlerweile habe ich alle Waffenverbesserungen für den Gebirgsjäger. Mehr Munition, mehr Schaden und natürlich auch schneller nachladen. Und normalerweise gehört der Gebirgsjäger wirklich zu meinen Lieblingsfiguren hier. Und ich denke mal, wir werden mit ihm richtig gut abräumen. Da bin ich doch sehr, sehr sicher. Na gut, wir brauchen hier alles. Ein Fasspirat. Immer eine feine Sache. Na, wen haben wir denn hier? Eine Sonnenblume. So, direkt hier einen aus dem Weg geräumt. Die nächste Sonnenblume da hinten. Die tingelt hier so ein bisschen rum. Aber wir treffen sie. Sehr schön. Zweier Serie. So will ich das sehen. Was rennt da hinten rum? Ein Schnapper sehe ich da unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, MG da hinten. Aus dem Weg. Bams. Oh nein, der Wissenschaftler war ein bisschen schneller unterwegs. Alles klar, hier machen wir eine Wiederbelebung. Ich will ja nicht so sein, wir machen eine Wiederbelebung. Er will es gar nicht, er will es gar nicht. Er scheißt auf meine Wiederbelebung. Egal, Dreier-Serie. Ich bin voll drin hier mit dem Gebirgsjäger. Wie gesagt, immer noch einer meiner Lieblinge. Besonders wegen dem Einfrieren. Und er macht eben auch ziemlich gut Damage, wie ich finde. 6 ist schon ziemlich viel. Dafür, dass wir so viel Munition haben und so schnell feuern können. Nochmal hier die Rakete rein. Eine Vorlage bekommen. Oh, da fliegt die Bohne. Man sieht nichts. Wegen meinem eigenen Smog. Irgendwo da hinten rennt noch eine Kakteen rum. Der Garten wird schon wieder eingenommen. Ich will am Leben bleiben. Ein bisschen Heilung wäre ganz nobel. Alles klar, den Garten, den haben wir. Easy. 5er-Serie. Läuft. Aber irgendwie einfrieren kommt nur sehr selten vor. Okay, jetzt gerade habe ich jemanden eingefroren. Ja, wenn man sagt, dann passiert es natürlich. Aber sonst, einfrieren finde ich bei ihm immer am seltensten. Wenn ich mal so ein bisschen bedenke, die Eiserbs oder so, die friert eigentlich sehr, sehr häufig ein. Jeder vierte Schuss ist eigentlich irgendwie gleich Gefrierbrand. Aber mit dem hier ein bisschen schwieriger. Wahrscheinlich, weil wir so viel Munition haben und weil wir so schnell feuern. Wäre da jeder 10. Schuss gleich irgendwie einfrieren, würde das ja immer ganz schnell gehen. Ist so meine einzige Erklärung dafür. Yes! 7er Serie gegen den Gesetzeshüter hier. Na, die Pflanze hier holen wir weg. Die nervt nur rum. Na, Mist daneben. Hätten wir lieber mal den hier oben geholt. Kommen wir hier hoch? Jep, das funktioniert. Da hinten schon wieder der Revolverheld. Na, hier habe ich sehr gute Deckung. Yes, 8er Serie. Oh, der ist so gut wie tot, der ist so gut wie tot. Aber ich brenne. Dabei bin ich doch ein cooler Typ. Ein sehr cooler Typ. Bam. Sonnenblume, nicht heute. Oh, wow, 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 die Sonnenblume da hinten mit dem Solarstrahl. So viel Damage, da habe ich keine Chance. Komm schon, gib mir Heilung, Kumpel. Gib mir Heilung. Sanitäter. Alles klar, können wir die Sonnenblume holen? Wir umgehen sie mal. Schwupps, nach oben mit uns. Oh, 2 von denen. Ich bin tot.
Es war ein bisschen zu viel. Dabei waren beide ziemlich gut angeschlagen. Hätte der eine hier die Rakete voll gefressen, dann hätte ich gewonnen. Dann hätte ich sie beide weggeholt. Aber so, naja. Man kann nicht immer nur gewinnen. Wenigstens gewinnen wir hier die Runde. Davon bin ich überzeugt. Ja, die Zombies, die reißen das. Zack, der nächste Garten erobert. Die Gifterbsen da drüben sind auch alle erledigt. Noch jemand am Leben? Die Wissenschaftler heilen hier ziemlich gut. Sanitäre Hilfe. Oh, die stand eben gerade so ein bisschen merkwürdig rum. Das Kraut hier holen wir weg. Wir haben eben gerade diese neue Heilung gesehen von dem DLC, und zwar so ein Ball. Habe ich selber, glaube ich, auch. Vorlage. Rakete fliegt. Yes. Oh nein, daneben. Wie konnte die denn daneben gehen? Die sah doch so gut aus. Egal, jetzt gehen wir selber hoch. Wir jagen sie. No, 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 no. Hier gewinnen wir. Und noch hier die Blume weg. Wenn schon, holen wir alles weg. Alles klar, jetzt gehen wir wieder hier hin. Strategie. Taktik. Oh, der macht mich, der macht mich. Boah, yes, noch bin ich am Leben. Der Heilball. Nice. Heilung. Wunderbare Heilung. Und ein Kill. Okay, Smog. Der ist weg. Eroberung. Komm schon, der Kaktus. Der ist doch so gut wie tot. Wow, der ist immer noch am Leben. Eingefroren. Und jetzt noch hier den Kaktus. Hol ihn. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Alles weggeholt. Ich dachte schon, wir gehen hier noch drauf. Alles klar, wir sind beim Minispiel. Und da waren wir noch nie als Zombie. Soweit ich weiß. In letzter Zeit sehr, sehr viele Pflanzen gespielt und eher weniger Zombies. Lag daran, wir hatten so viele neue Pflanzen. Okay, gehen wir nach oben. Die Hütte hier sieht ja richtig cool aus mit den Schlägern hier. Alles klar, einmal... Zweimal, sechster Serie schon wieder. So schnell kann es laufen, wenn man will. Na komm, wir machen hier ein bisschen Support. Smocken Deluxe. Oh, hier drüben sind viele. Mal eine Rakete hier hin. Yes, sauber. Noch einen weggeholt. So will ich das sehen. So und nicht anders. Eine Vorlage. Der sieht mich, der sieht mich. Ich habe wenig Leben. Und hier oben kann man sich so schlecht bewegen. Wird Zeit, dass wir woanders hingehen. Mal hier so rum. Okay, da oben ist ein Wissenschaftler drin. Tja, jetzt bräuchten wir den Tarnranger. Der würde hier auf jeden Fall ordentlich Kills machen.
Nächster Point. Wieder nur eine Vorlage. Und hier drüben wurden wir wieder gesehen. Die Erbsen wissen Bescheid. Noch bin ich am Leben. Noch bin ich am Leben. 9 HP. Der Gebirgsjäger. Der gibt alles, um zu überleben. Sehr gut, Heilung. Können wir gebrauchen. Alles klar, ich bin wieder voll. Nein, 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 komm schon, Duell. Nachladen. Boah, Mist. Wie viel hatte der noch? Eine ganze Menge. Alles klar, 2:1. Eine Minute noch bis zum nächsten Punkt. Sollten wir hinkriegen, wir sind relativ weit vorne. Sehe ich gerade. Wiederbelebung machen die anderen. Und da bin ich nicht vonnöten. Aber hier war meine Rache. Noch einen weggeholt. Bisschen Heilung hier drüben. Mit einer Spätrone drauf. Schwupps. 4er Serie schon wieder. Okay, Beeilung. Nice. Wow, 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 wow. Ich bin tot. So viele Gifterbsen. So viele Gifterbsen. Keine Chance gegen so viele. Na komm, wir holen hier mal so einen Zombie noch. Die da drüben ist tot. Alles klar, da hinten sehe ich doch schon das Ende. Das wird nicht mehr lange dauern. Oh, Sonnenblumen, Sonnenblumen, tödliche Sonnenblumen. Alles klar, Gefahr gebannt, Gefahr erkannt. Ich habe letztens so ein ganz merkwürdiges Plants vs. Zombie Video gesehen, irgendwie aus Japan oder sowas, wo die Pflanzen die Zombies versklavt haben und sie erst zu Zombies gemacht haben. War richtig durch. Müsst ihr euch mal reinziehen. Vielleicht verlinke ich es sogar in der Folge. Wenn ich dran denke. War so ein bisschen animiert. Oh nein, komm schon. Komm schon, die letzten Sekunden hier. Das wäre jetzt so mies, wenn wir verlieren. Nee. Nee, wir verlieren. Bonuszeit. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Nein. Oder? Haben wir gewonnen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke, wir haben verloren. Oder? Haben wir gewonnen? Ich weiß es nicht. Was war das am Ende? Wir werden es jetzt gleich sehen. Wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Ein sehr merkwürdiges Ende, aber wir haben gewonnen. Ja, das war er mal wieder, der gute alte Gebirgsjäger. 23 Kills. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Schreibt in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet. Und lasst doch eine Bewertung da. Würde mich freuen. Danke fürs Zusehen und tschüss.